Ja, und damit jetzt herzlich willkommen zurück bei Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ja, ich habe eben gerade nochmal als Rekapitulation nochmal den ganzen Text, der bis jetzt eben gerade in der Neuen Hoffnung passiert ist, durchlaufen lassen. Und meine Katzen rasten im Hintergrund wieder auf oder aus. Und jetzt befinden wir uns quasi auf dem Todesstern und sollen nach der Kontrollzentrale des Todessterns suchen, um möglicherweise jemanden zu finden, wie zum Beispiel Prinzessin Leia. So, haben wir erstmal hier, ne? Wir sind sauer. Wir haben gerade unser... Also Luke hat gerade sein gesamtes Zuhause verloren. Und, ja. Sind wir überhaupt Luke? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ah. Nee, wir sind Han. Wir sind tatsächlich Han Solo. Okay. Gut, ich dachte, wir wären Luke, aber ey, das ist auch nicht so wild. Da ist er ja. Die beiden sehen sich auch gerade sehr ähnlich mit den Sturmtruppler-Sachen. Aber irgendwie süß. Irgendwie lustig, dass sie mit diesen Sachen dann auch quasi zum Imperium mit dazugehören. Finde ich irgendwie lustig. So, was hat hier 3PO zu sagen? Chewbacca und ich warten hier, bis ihr den Weg zum Kontrollraum gesichert habt. Ja. Je weniger Wookies unterwegs sind, desto eher bleiben wir unentdeckt. Ja, aber war das nicht... Das war doch so, dass Chewbacca als Gefangener, als Vorwand genutzt wurde, um an die Gefängniszellen zu kommen. So war das doch. Ah ja. Aber wir können halt nicht mit allen Charakteren auf einmal spielen. Daher, jetzt haben wir, glaube ich, R2 dabei. Und, oh, diese kleinen Dinger. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber es ist voll süß, wenn die mit so einem Helm da rumlaufen. Ja, das ist voll niedlich. So. Erstmal alles hier schön kaputt machen. Ach, hier müssen wir sogar lang. So, okay, warte. Dann gucke ich mich vorher nochmal um. So, erstmal alles hier kurz und klein machen. So, da läuft noch einer mit einem Helm herum. Oh. Moment. Alles ein bisschen kaputt schießen und ein bisschen hier aufknüpfen. Hui! Jetzt dachte ich, jetzt knallt's. oh Moment. Moment. Ach du Jemini. Okay. Hier müssen wir hin. Und das Hyperraumreisen für. Ja, ist klar, Todesstern. Ist schon klar. Wir befinden uns quasi. Wo befinden wir uns eigentlich gerade überhaupt? Wenn wir jetzt nach der. 3 verschiedene Ebenen. Okay. Ja, okay. Moment. Wo sind wir eigentlich gerade? Wo? Kamino, Kashyyyk. Eigentlich. Wir müssten eigentlich jetzt hier in diesem Quadranten sein, denn ich glaube, Alderaan befindet sich ziemlich nah am Zentrum der Galaxie. In der Nähe von Power. Also jetzt nicht unglaublich in der Nähe, aber schon in der Nähe von Coruscant. So. Die sind so süß, die kleinen Dinger. Irgendwie niedlich. aber ich werde erstmal nochmal mit Obi-Wan reden. Oh, Obi-Wan ist hier. Was hat er uns denn zu sagen? Oh, Entschuldigung. Wir müssen höher rauf. Ah. Genauer gesagt, in den Kontrollraum. Da oben. Da oben rein. Ja, okay, gut. Okay, gut, machen wir. Kriegen wir hin. Was hat er hier für ein Problem? Kriegt er die Tür nicht auf, oder was? Ich soll mich im Kontrollraum melden, aber die dumme Tür klemmt schon wieder. Mhm. Wo sind diese Wartungsdruiden, wenn man mal einen braucht? Wartungsdruiden? Ah.
krieg ich denn hier, warte mal, krieg ich das denn selber nicht irgendwie ein bisschen heil? Denkst du, mit diesen Uniformen können wir die Terminals benutzen? Ich glaube schon, oh, ich glaube, das kriegen wir hin. Diese gehören ja jetzt gerade zum Imperium dazu. Wir sind die Bösen. Hallo. Okay. Aber es stört doch auch wirklich niemanden, ob wir jetzt hier irgendwas kaputt schießen oder nicht. So. Genau, wir müssen jetzt ja Leia befreien. Aber dafür müssen wir, wie gesagt, zum Kontrollzentrum. Und dafür geht's hier lang. Ach so. Ah, okay. Na denn, mal gucken. Code eingeben. Rechts, rechts, unten, oben. Okay. Rechts, rechts, unten, oben. Aha. Moment. Okay, nee, das kriegen wir nicht kaputt, aber das hier kriegen wir kaputt. Wir werden die Thermaldetonatoren dieser Uniform ausprobieren. Thermaldetonatoren? Guck hier, eine Granate. So, zack. Ach. R2. Ja, gut. Ach ja, Obi-Wan kümmert sich ja um den Traktorstrahl, dass der ausgeschaltet wird. Stimmt. War ja was. So, R2. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das hier wieder heil kriegen. So. Und nochmal. Und zack. Jetzt hat das Ding wieder Saft und wir kommen weiter. Hier auch? Was geht jetzt? Geht der Strom jetzt hin? Ach, zu der Tür, die da klappert. Ach so. Ja, guck. Wir brauchen keine Wartungsdroiden. Wir können das selber. Moment. Wo ging es jetzt lang? Wo ging es jetzt? Ach, hier lang, glaube ich. Nein, auch nicht. Wo ging es denn jetzt lang? Wo lang? Wo? Warte mal. Ach, hier! Warte mal. Hier lang jetzt. So, da. Genau. Hier geht's hoch. Genau. Oh, Entschuldigung. Das war nicht schlecht mit Absicht. Ich weiß es nicht. Möglich. Aber er fähigt erstmal. Ist auch netter. Okay. So, ein betörender Plan. Ja, starten wir. Level. Hallo. Oh, hallo. Was kann ich heute für euch? Er sagt, er hat die Hauptsteuerung für den Energiestrahl gefunden, der das Schiff festhält. Ich muss alleine gehen. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Die Prinzessin, sie ist hier? Prinzessin? Hallo! Ich fürchte, ihre Exekution ist schon geplant. Wir müssen etwas unternehmen. Wir sehen uns beim Schiff. Du liebe Güte. Der muss erstmal. Alle Lifte und Haupttüren sind außer Betrieb, bis die Eindringlinge gefunden wurden. Oh nein. Eindringlinge? Wir sind gar keine Eindringlinge. Wir bringen dich in den Inhaftierungsblock. Ah, so rum. Ja, das ist nicht schön, das weiß ich auch. Genau. Einfach mitspielen, Chewie. Bis ihr Idioten die Rebellen gefunden habt. Du
Hast hier nichts zu suchen. Verschwinde und lass dich hier nicht mehr blicken. Es herrscht höchste Alarmstufe. Angeblich sind Eindringlinge an Bord. Ehrlich? Oha, das gibt's ja nicht. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass hier Eindringlinge drin sind. Wer hat die nur reingelassen? Werden wir hier gerade beschossen oder was? Hallo? Na, wartet. Ihr seid Sturmtruppler, ihr könnt nicht zielen. Na, das geht nicht kaputt. Schade. Autsch. Okay, die können irgendwie zielen. Na, wartet. Nicht zu sehen. Wir bringen nur diesen Spooky in seine Stelle. Richtig. Wir sind auch Sturmtruppler. Warum schießt ihr auf uns? Eieiei. Ah, gut. Also wirklich. Ich habe doch den Alarm ausgemacht. Das heißt, wir sind alles unter Kontrolle. Ist hier eine Baustelle? Moment, krieg ich das kaputt? Nee. Schade. Banane. So. Sehen wir das noch ein bisschen kaputter? Ah, das hier wahrscheinlich. Und jetzt basteln wir uns daraus irgendwas. Ein Plan B? Ich weiß. Wir müssen da hoch. Und dafür müssen wir die jetzt hier rüberziehen. Upsi. Wahrscheinlich, damit wir da hochkommen. Und hopp. Und hopp. Den nächsten, der mich fragt, ob er den Turbolift benutzen kann, schieße ich ohne Rückfahrschein ins All. Natürlich erst, wenn die Türen wieder in Betrieb sind. Ach ja. Ach, das ist ein Lüftungsschacht. Ein ziemlich großer Lüftungsschacht. Aber hey, es ist ja auch ein großer Todesstern, ne? Aha. Erstmal wieder ein bisschen für Ruhe sorgen hier. So. Erstmal den Alarm ausmachen. Wo ist denn der? Ah, da hinten ist er. Sehen schon. So. Schnell. So. Nicht, alles gut. Du bleibst mir weg. Du gehst erstmal nicht in die Nähe des Alarmknopfes. Nee, das gibt's nicht. Hört ihr schlecht? Findet die Rebellen! Sofort! Ja. Muss man alles selber machen, ne? Was Mama gesagt hat, wenn du respektiert werden willst, musst du dich erstmal selbst respektieren. Stark und unabhängig. Hoppla. Ist das normal? Hast du das nicht gerade mitbekommen? Denke mal dran, was Mama gesagt hat. Thank you.